So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Terra. Ja, das letzte Mal haben wir wieder das Projekt an sich aufgenommen und haben hier auch eine Eisenstange erhalten und haben das Spiel im Areal Rhino gespeichert. Ich habe noch einen Tipp bekommen vom User Beyblade, der mir was geschrieben hat bezüglich einem bestimmten Schlüssel. Ich bin mir jetzt nicht mehr wirklich sicher, aber ich glaube, eine Oma wollte uns ja einen Schlüssel geben, der uns anscheinend zu einem legendären Pokémon führen wird. Und diese Chance wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen und schauen auch gleich nach, was sich mit dem Schlüssel oder was es mit dem Schlüssel auf sich hat. Beziehungsweise wenn der Schlüssel oder wenn das überhaupt möglich ist. Ja, genau. Ja, stimmt. Hier sollte sich anscheinend ein Schlüssel und hier auch eine Kraftwurzel befinden. Und hier unten ist das Haus der alten Dame, die wir in den Rosello-Ruinen bereits getroffen haben. Oh, da bist du ja, der nette Mensch, der mich gerettet hat. Ich habe ganz vergessen, dir deine Belohnung zu geben. Hier, nimm. Ja, na klar, ich hülle. Super. Danke, Schatz. Schätze ich. Da war selbst die Briefe brauchbarer alter Schrott. Du siehst nicht gerade begeistert aus. Oh, ich habe ja auch das Falsche gegeben. Tja, das kommt davon, wenn man sich Brille nicht aufsetzt. Gewürtrausch, die Klassikshülle. Rostiger Schlüssel erhalten. In die Basis, die Taschen. Es sollte besser gehen, bevor ich noch größeren Müll erhalte, ne? Meine Frau verehrt sich grundsätzlich überall, selbst im eigenen Garten, wenn wir einen hätten. Das ist schon so schlimm, dass sie nur noch als die Frau, die sich im Labyrinth überall anders verehrt, genannt wird. Ich danke dir, dass du sie aus der Resolo-Ruine gerettet hast. Meine Mutti hat genauso einen guten Orientierungssinn wie ein Kompass, an dem ein Magnet klebt. Nämlich gar keinen. Ja, ich habe heute schon wieder einen Abonnenten verloren. Ohne Scheiß. Da hat man 30, da hat man 28, da hat man 29, hat man wieder 28, hat man 30, dann hat man wieder 29. Ohne Scheiß, das regt mich ein bisschen auf. Ich verstehe es auch nicht, weil ich meine, nicht, dass ich mir Mühe geben würde oder so. Ihr deabonniert mich einfach. Ihr seid ja nicht mal treu. Naja, es werden ja mehr Videos kommen, ne? Aber bis dahin, naja, es werden auch wieder neue Hacking-Tutorials kommen. Für die, die das vermisst haben. Ich verurteile dich wegen verdächtigem Herumlungern im Terra Forest zu einer Geldstrafe von 1 Million Dollar. Bash it. Wie? Das hast du schon in einem Pförtner abgegeben? Dann schuldest du mir einen Kampf. Na, den werde ich dir auch geben, mein Lieber. Wieder gegen den Richter Alexander Hull. Gegen den Richter Alexander Wetzel. Gegen Herr Wetzel, ne? Okay, Stolunia wird von Wetzel in den Kampf geschickt. Auch ein wirklich starkes Pokémon. Muss ich schon sagen, ne? Da sind wir natürlich Funkensprung rein. Weil ich denke mal, das one-hittet nicht ganz, ne? Nicht ganz, aber knapp. Aber, nein! Okay, dann doch, dann ist gut, dann ist gut. Aber jetzt one-hitten, jetzt. Ah, komm, bash ihn doch weg, Mann. Ohne Scheiß. Bash ihn weg, einfach
Bash! Bash und weg ist er. Als nächstes mit Basilis hier. Ja, weil haben wir nicht wirklich eine Chance, ne? Machen wir mit Aquawelle down. Was soll da eigentlich gehen? Boah, ich hätte so gern die Basilis hier einigermaßen trainieren können, aber das Team ist hier richtig kompliziert geworden. Und ich bin der Meinung gewesen, dass Garados eine gute Entscheidung war. Dann habe ich einfach mal trainiert, ne? Und jetzt ist ein wundervolles, also aus dem Garados ein wundervolles Garados geworden. Was mir natürlich schöne Dienste geleistet hat, hat mir beim Boss, oh nein! Aquana, aber episches Pokémon. Episch. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass mir Garados irgendwas bringt. Was es mir auch getan hat. Also, es hat mir wirklich teilweise echt aus der Patsche geholfen. Also, muss ich sagen. Gut ist Garados gewesen. Richterwetzel ist besiegt. Das schreit nach einem Freispruch. Nun denn, Angeklagter, du bist freigesprochen und der Kampf geht auf Kosten, was? Langsam macht mir das Rechtssystem hier Angst, ohne Scheiß. Ich finde das total doof. Ich wollte der Champ der Region werden. Und kaum bin ich hier, stelle ich fest, dass es hier nicht mal ein Arena gibt. Wie bescheuert ist das? Ja, ich würde mal sagen, sehr bescheuert, weil wir sind hier auf einer Route, also. Boah. Ja, stimmt eigentlich, Arena-Leiter gibt's ja nicht. In dem Sinne, es gibt einfach immer quasi Bosses oder sowas. Kann ich nicht genau beschreiben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also immer so, Passbeschützer, wenn man es so mal nennen will. Die dann halt jeweils mit einer Mission verbunden sind. Mich nennt schon Wunder, was mit dem vierten Pass los sein wird. Wie wir den eckern müssen. Beziehungsweise ob es auch 8 Pässe gibt. Falls ja, dann wird es sehr bald ein dritte Beta geben. So, tut mir leid für die kurze Unterbrechung, aber mir hat gerade ein Kollege angerufen. Über Skype. Über meine PS Vita, ne? Kann man ja nicht nein sagen. Ja, Don't have was. Ja, wechsle ich am besten mal. Knackleon ist ja gar noch nicht um einen Einsatz gekommen heute. Oder die letzten paar Parts. Die letzten 2 Parts. Aber ist ja nur noch das letzte Pokémon, also von dem her. Ja, Sandgrab. Hat nicht wirklich eine Wirkung. Oh. Okay. Gut, eine Mischung aus Sandgrab und Walzer. Ja, jetzt ist er eh down. So viel zu meiner steilen Karriere. Steil nach unten ging sie. Da bin ich auch der Meinung. Anscheinend braucht es keine Arena, um auf starke Trainer zu treffen. Ja, bin ich absolut der Meinung. Absolut. Ein Itono. Ja, ein wildes Itono. Nein, Flucht. Mir ist jetzt aufgefallen, als ich so die Aufnahme angesehen habe. Ist das ein Tierra-Typ? Mir ist so aufgefallen, als ich jetzt die Aufnahme angesehen habe, dass die Soundqualität irgendwie besser geworden ist. Also meine, dass man mich selbst besser hört. Beziehungsweise hoffe ich das. Falls nicht, dann auch egal, man hört mich ja eh gut. warum sprichst du mich an? Ich mache hier gerade Urlaub. Also lass mich gefälligst in Ruhe. Ja, nee, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ja, klar. Petsniff Level 32. Lol. Dass es jetzt gewirkt hat.
Typ. Was? Wow. Okay. Das sieht nach meinem Wasser-Pokémon aus. Definitiv. Einem Wasser-Pokémon. Einem sehr starken Wasser-Pokémon. Ja, definitiv. Okay, Lucario. Los, Lucario. Du schaffst das nicht. Boah, es tut so dermaßen gut, wieder mal Pokémon Terra zu zocken. Ich hab richtig, wieder richtig Bock auf Terra. Richtig Bock. Aber ich freue mich schon auf Events wie, ja, jetzt sind wir down, jetzt haben wir verloren. Ich freue mich wieder wie auf Events wie der Endboss oder gegen irgendeinen von diesen Vollposten. Wird sicherlich interessant. Gott, es ist so schwierig heutzutage einigermaßen schwache Trainer zu finden. Das ist keine Rübelin, Terra Rübelin. Ja, ich frage mich schon, was hat Terra, weil Terra haben wir ja an sich jetzt schon besiegt. Ich denke nicht. Nein. Also der kämpft gar nicht gegen uns. Ach so. Lol. Lol. Die Terra-Edition ist jetzt eingefroren. Okay, dann beenden wir den Part mit etwas seltsameren Umständen. An dieser Stelle. Tut mir leid für den Crash, aber kann ich auch nichts dafür, ne? Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, nicht vergessen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann ja, abonnieren, wie gesagt. Kommentar da lassen, falls ihr Tipps oder sowas habt oder irgendwelche Wünsche. Wie immer in den Kommentaren. Naja, sagt tschüss und bis zum nächsten Part, ne? Ciao.